Über E-Scooter wird gerade überall heiß diskutiert. Seit sie vor ein paar Monaten offiziell als Verkehrsmittel zugelassen worden sind, steigt nämlich auch die Zahl der Unfälle mit den kleinen elektrischen Flitzern. Über die Gründe kann uns der Stuntman Holger Schumacher mehr erzählen. Er hat im Auftrag der Berufsgenossenschaft Energie, Textil, Elektromedienerzeugnisse, kurz BGETEM, E-Scooter getestet und weiß, wie gefährlich die Dinger wirklich sind. Hallo. Hallo. Herr Schumacher, wie, wo und welche E-Scooter haben Sie denn getestet? Wir haben die E-Scooter getestet, die man im ganz normalen Alltag auch auf der Straße bewegen darf. Das heißt, sie müssen verkehrssicher sein. Wo wir getestet haben, natürlich nicht auf der normalen Straße, um auch keinen zu gefährden und auch uns nicht zusätzlich zu gefährden, sind wir auf einen Verkehrsübungsplatz gegangen und haben da im Grunde im geschützten Raum die Tests durchgeführt. Welche gefährlichen Momente mussten Sie dabei überstehen? Es waren verschiedene gefährliche Momente. Wir haben am Anfang das Handling getestet. Da muss ich erstmal sagen, das hat am Anfang eine Menge Spaß gemacht. Das hat natürlich zur Folge gehabt, dass ich relativ schnell mich sicher gefühlt habe und auch mal versucht habe, mehrere Sachen gleichzeitig zu machen. Eine Sache, die ist mir besonders in Erinnerung geblieben, ich bin ganz normal auf gerader Strecke gefahren, es war trocken, habe eine Bremsung gemacht und wollte gleichzeitig dem Hindernis ausweichen und ist mir der Scooter wirklich komplett auf einmal weggerutscht, obwohl es trocken war. Damit habe ich nicht gerechnet und bin zu Boden gefahren, hatte zum Glück Protektoren an. Ansonsten hätte das wahrscheinlich für mich auch einige Nachwirkungen noch haben können. Und wie sah das zum Beispiel auf nassem Laub oder auf Rollsplitt aus? Da hatte ich gar keine Chance mehr stehen zu bleiben beim Bremsen. Das gleiche war beim Hochfahren bei Bordstein. Ich bin jedes Mal, wenn ich den Bordstein hoch wollte, vorne mit dem Rad hängen geblieben und vorne übergekippt durch die Bauart der Scooter. Extrem wurde es natürlich, als die anderen Verkehrsteilnehmer dazu kamen. Egal ob Fußgänger, Fahrradfahrer oder das Auto. Dadurch wurden die Situationen sehr schnell kompliziert und ich hatte kaum eine Chance zu reagieren. Und gerade der Impact, also wenn ich irgendwo in den Fahrradfahrer oder auch in den Fußgänger reingefahren bin, vom Auto ganz zu schweigen, war das echt extrem. Und ohne Protektoren hätte ich das im Alltag nicht erleben wollen. Wo sehen Sie denn die größten Probleme beim Fahren der E-Scooter? Beim Fahren sind die größten Probleme, finde ich persönlich, dass erstens die Fahrer selber den Scooter unterschätzen. Das heißt, sie haben sehr schnell ein gutes Gefühl auf dem Scooter und kommen da relativ schnell in die Bredouille, vielleicht sich zu überschätzen oder auch die Situation zu unterschätzen. Andererseits wird aber auch der Scooter im Alltag auch noch nicht wirklich als Verkehrsmittel wahrgenommen. Beides in Kombination kann auf jeden Fall zu großen Problemen führen. Und dazu kommt noch was Alltägliches. Beim Fahren, beim Abbiegen, wenn ich den Arm hebe und habe nur noch eine Hand am Lenker, wird er wirklich relativ schnell wackelig. Und das zweite Problem ist, wenn ich die rechte Hand hebe, da wo das Gaspedal ist, werde ich auf einmal langsamer, ohne dass ich das will. Was sollte man also tun, wenn man zum ersten Mal auf einen E-Scooter steigt? Auf jeden Fall sollte man einen Helm tragen. Darüber hinaus, wenn man noch nie gefahren ist, sollte man sich auch einen geschützten Raum suchen, wie wir es getan haben. Und dann wirklich auszuprobieren, okay, wie fühlt sich das an, wenn ich was schneller fahre, wenn ich Kurven fahre, das einfach mal zu testen, ohne zusätzliche Gefährdungen auszuprobieren und sicherer zu werden. Das Zweite ist, sich auf jeden Fall darüber zu informieren, welche Regeln gibt es im Straßenverkehr für die E-Scooterfahrer, was darf ich nicht. Und für alle sollte klar sein, nur alleine auf dem Scooter unterwegs, nüchtern in der richtigen Richtung auf Fahrradwegen unterwegs sein, also nicht als Geisterscooterfahrer unterwegs sein. Der Winter steht vor der Tür und es gibt schon die ersten Forderungen, E-Scooter dann stillzulegen bzw. sie lieber stehen zu lassen. Wie sehen Sie das? Finde ich auf jeden Fall einen wichtigen Schritt. Also ich finde auch eine Eigenverantwortung sollte jeder übernehmen. Das heißt, sobald er merkt, die Witterung passt nicht, es ist nass auf den Straßen oder es ist Glatteisgefahr, sollte man die auf jeden Fall stehen lassen. Das haben unsere Tests auch gezeigt und wir haben es jetzt nur mit Rollsplitt oder nassem Laub probiert. Und wenn Schnee dazu kommt, wird es noch mal viel gefährlicher und deswegen auf jeden Fall stehen lassen. Wie ist es eigentlich zur Zusammenarbeit mit der BGETEM gekommen? Also ich bin seit mehr als 15 Jahren in der Stuntbranche unterwegs und habe früher auch selber aktiv als Stuntman gearbeitet für Film, Fernsehen und Kinoproduktion. In der Zeit hatte ich einen schweren Arbeitsunfall und da hat mich die BGETEM im Grunde genommen begleitet, von der Reha über die Wiedereingliederung bis danach auch noch ein Stück. Einige Jahre später bin ich auf die Kampagne der BGETEM aufmerksam geworden, ein Unfall ändert alles. So kamen wir ins Gespräch und haben dann im Grunde genommen angefangen, meine Geschichte auch als mahnendes Beispiel zu nutzen, indem ich halt viele Sachen mit Stunts getestet habe, wie auch den E-Scooter, um Unfälle zu verhindern am Ende. Stuntman Holger Schumacher über die E-Scooter-Tests im Auftrag der BGETEM. Besten Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Mehr über die E-Scooter-Tests im Auftrag der Berufsgenossenschaft Energie, Textil, Elektromedienerzeugnisse finden Sie im Netz unter www.bgetem.de. Zum Beispiel auch ein Video, das eindrucksvoll zeigt, wie gefährlich die Dinger im Straßenverkehr wirklich sind.